Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich hier zwei Dinge zumindest für unsere Fraktion klarstellen. Wir werden uns nicht einem plumpen BLB-Bashing anschließen. Wir haben dort 1.900 Beschäftigte, die ein Anrecht darauf haben, anständig behandelt zu werden, und dass nicht alles, was im Baubereich falsch läuft, auf deren Rücken abgeladen wird. Das halte ich für unzumutbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Punkt zwei in dem Zusammenhang. Ich finde es einigermaßen abenteuerlich, wie sich wirklich die FDP glaubt, aus der Affäre ziehen zu können und zu behaupten, der größte, wörtlich, Herr Witzel, der größte Bauskandal in der Geschichte Nordrhein-Westfalens ist geschehen und die FDP hat damit nichts zu tun. Ich kann Ihnen nur ins Stammbuch schreiben, der Untersuchungsausschuss hat bereits jetzt nach den Protokollen, die mir zugänglich sind, ermittelt, dass das Fehlverhalten der Aufsicht und auch das Fehlverhalten insbesondere des Kabinetts mit dazu beigetragen hat, dass eben Millionengelder verschleudert worden sind. Und da lege ich mich auch fest, wenn wir als Landesregierung glauben, Herr Kollege Wedel, wenn Sie, wir als Landesregierung glauben, und da muss man den Finanzminister in der Tat auch bitten und auffordern, dass die Reformschritte jetzt zügig auf den Tisch gelegt werden, und wir haben uns auch verabredet, dass das schnell geschehen soll, dass nämlich das, was wir als Landesregierung als Auftrag an den BLB geben, zügig und sorgfältig kontrolliert wird und dass auch das vom BLB abgewickelt werden kann. Nämlich nach dem, was man zumindest in der Zeitung lesen kann, scheint es ja so zu sein, dass man in Bielefeld unbedingt für 2013 zügig diese Hochschulbauten gebaut haben wollte und in der Planungsphase, nämlich 2007, als das angefangen hat, möglicherweise eben nicht in dem Maße geguckt hat, ob das auch funktionieren kann. Das wird sicherlich, werden dann die Untersuchungen ergeben, möglicherweise wird sich auch der Untersuchungsausschuss, ganz sicher wird sich der Landesrechnungshof und auch die Gremien des Landtags mit dieser Frage befassen. Mir geht es aber um was anderes, was die CDU und die FDP versuchen zu suggerieren. Sie versuchen zu suggerieren, es sei eine Systemfrage, also eine Frage, ist es eine Anstalt öffentlichen Rechts oder ist es ein Vermögen des Landes Nordrhein-Westfalen, was verhindern könnte, dass Bauskandale, Kostenüberschreitungen und Ähnliches passieren. Das ist mitnichten der Fall, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Es ist ein Versagen von handelnden Personen in ganz erheblichem Maße festzustellen. Und dazu gehört auch das Versagen möglicherweise von Kabinettsmitgliedern. Da wird der Untersuchungsausschuss uns ja mit seinem Abschlussbericht möglicherweise entsprechende Hinweise geben. Ich will dem nicht vorgreifen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir da ganz erhebliche Erkenntnisse bekommen werden. Und wenn die CDU die Strategie verfährt, und das versucht sie ja dann auch gegenüber den Medien zu tragen, ach, wir müssen den BLB nur abräumen und dann ist die Frage geklärt, halte ich für alles andere als sachgerecht. Ich will an dieser Stelle sagen, ich ärgere mich maßlos, dass wir diese Kostenüberschreitung haben. Ich finde es auch ungemein schwierig, gerade als haushaltspolitischer Sprecher in die Fraktion gehen zu müssen und zu sagen, auf der einen Seite sind 100 Millionen Euro Kosten Überschreitungen in Bielefeld, zumindest liest man das in der Zeitung, zu sehen. Und andererseits werden die Fachkollegen quasi getrieben, kleinere Einsparungen in den Haushalten zu machen. Das ist schwer zu erklären. Das können wir uns auch nicht weiter leisten. Das will ich an dieser Stelle ganz klipp und klar. Und da nehme ich an, werden die Kolleginnen und Kollegen von der SPD keinesfalls andere Auffassung sein. Das müssen wir dringend in den Griff bekommen. Wenn Sie aber billig politisches Kapital draus schlagen wollen, haben Sie uns nicht an Ihrer Seite. Wo Sie uns an Ihrer Seite haben, Kolleginnen und Kollegen, da bedurfte es aber nicht der Aufforderung, ist die Frage, dass wir zügig Reformen beim BLB bekommen müssen. Und da wiederhole ich nochmal die Stichworte, die auch ohnehin vorgetragen wurden. Wir brauchen eine klare Immobilienstrategie. Dazu gehört im Übrigen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dass man vielleicht auf das ein oder andere Liebgewordene mal verzichten muss und nicht, wie jeder Bürgermeister und jeder Kommunalpolitiker der CDU im Moment es vor Ort macht, irgendwie noch mehr und noch mehr zu fordern. Dazu gehört auch, dass man sich im Klaren sein muss, wo man politisch dann hin will und nicht immer nur mehr, sondern vielleicht auch mal weniger in diesem Lande dann macht. Wir wollen eine Unterbringungsrichtlinie, die klarstellt, welchen Raumbedarf wir haben, und wir wollen eine klare Strategie, wo dieses Land haushaltspolitisch und immobilienpolitisch hin will. All das haben Sie nicht mal nicht angefangen in Ihrer Regierungszeit, sondern Sie haben erhebliche Fehler auch in der Umsetzung gemacht, und das müssen wir jetzt in Ordnung bringen. Und ich sage auch noch dazu, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir bereits in einem Beratungsprozess dazu sind. Ich ermuntere die Landesregierung ausdrücklich da,
jetzt zügig zu handeln, damit wir genau diese Fragen behandeln können und dass wir das dann auch sachgerecht machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wir werden aber nicht uns an einem Bashing beteiligen, sondern wir wollen die Sachfragen abarbeiten und wir wollen keinesfalls, dass sowas wie Bielefeld geschehen ist, nochmals passiert und wir werden alles tun, um sowas zu verhindern. Vielen Dank, Herr Kollege. Bleiben Sie bitte gleich am Redepult. Herr Kollege Wedel hat sich nämlich zu einer Kurzintervention gemeldet. Wenn Sie sich bitte eindrücken, kann ich das Mikro freigeben. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Mustafizadeh. Wenn Sie uns hier vorwerfen, wir wollten billig politisches Kapital aus den Vorgängen schlagen, dann denke ich, kann ich das also mehr als zurückgeben an der Stelle, als dass Sie doch gerade behauptet haben, Sie hätten den Protokollen, die Ihnen ja vorliegen würden, der Sitzungen des Untersuchungsausschusses haben, hätten entnehmen können, dass entweder das Kabinett oder Mitglieder des Kabinetts der schwarz-gelben Regierungszeit von 2005 bis 2010 dazu etwas beigetragen hätten, dass die Sachen so aus dem Ruder gelaufen sind damals. Zunächst einmal, bevor ich da zu der Frage komme und auch Sie auffordere, da mal Ross und Reiter an der Stelle zu nennen, denn ich war bei allen Sitzungen des Untersuchungsausschusses anwesend und kann mich an sowas überhaupt nicht erinnern, bitte ich Sie doch mal zur Kenntnis zu nehmen, dass auch für Sie, Herr Kollege Mustafizadeh, das Verbot aus dem PUA-Gesetz gilt, nämlich das Verbot der vorgezogenen Beweiswürdigung. Und nichts anderes haben Sie hier an der Stelle getan. Das ist aus meiner Sicht völlig unzulässig und ist für den Stil dieses Hauses mit Sicherheit nicht stilbildend. Danke. Gut, Herr Kollege, ich hatte Vorbereitungen, möglicherweise müsste ich dann in Erinnerung nochmal nachsehen. Ich bin zumindest fest davon überzeugt. Sie können es nicht belegen, Herr Kollege. Herr Kollege, ich bin fest davon überzeugt und wir hatten Ausschussberatungen bereits in der vorherigen Legislaturperiode, wo es bevor der Untersuchungsausschuss eingerichtet worden ist, wo es darum ging, wer zum Beispiel beim Landesarchiv in Duisburg Verantwortung dafür trägt, dass Entscheidungen auch nach der Entscheidung in Duisburg, also als es darum ging, als klar war, die Kostenüberschreitung ist da, dass da klar war, dass aus dem Kabinett, und da war der Hinweis namentlich Herr Große-Brockhoff, und zwar nicht im Untersuchungsausschuss dann, sondern in einer normalen Ausschusssitzung, dass gesagt wurde, das Kabinett wollte, dass unbedingt weitergebaut wird, das Schwarz-Gelbe, weil man die Fertigstellungszeiträume noch vor der Kommunalwahl erreichen wollte. Man hat dann allenfalls einen Spatenstich dann erreicht, das wissen wir, aber die Kostenüberschreitung haben wir heute am Hals. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Piraten spricht der Herr